Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Jetzt, Mitte Mai, kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch die Nächte milder werden und kein Frost mehr zu erwarten ist. Und genau das ist ein markantes Signal für alle Hobbygärtner. Jetzt kann man nämlich auch mit einer empfindlicheren Pflanze vorausgehen und Gartenbeet und Rabatten anpflanzen. Beet- und Rabattenpflanzen, also der typische Sommerflor, bringt Farbe in den Garten. Gelbe Tagetes, blaue Ageratum, rote Impatiens oder Begonien und viele weitere Blumen lassen sich zu schönen Farbflecken oder Muster im grünen Garten zusammenstellen. Wenn Sie vor dem Auspflanzen ins Beet den Coop Ökodünger ausstreuen und leicht einarbeiten, gedeihen die kräftigen und gut durchwurzelten Setzlinge besonders gut und blühen fleissig bis zum ersten Frost im Herbst. Eine grosse Auswahl von diesen Setzlingen kommen Sie jetzt bei uns zu einem besonders günstigen Preis über. Also, wenn das kein Grund ist, sich für einen ganz farbigen Garten zu entscheiden. Gründe genug gibt es auch, sich für Norwis Basic Jeans zu entscheiden, die es nur bei Coop gibt. Norwis Basic Jeans sind bei uns in verschiedenen Schnitten erhältlich. Das Modell Pampa in Röhrenform für Damen, das Modell Desert ebenfalls in Röhrenform für Damen und Herren und das Modell Rock in Rüebliform für Damen. Die Norwis Basic Jeans, wie gesagt, eine Coop-Exklusivität, gibt es in Blue und Black Denim und in verschiedenen Grössen zu einem Preis, der ebenfalls einmalig ist. Das Paar kostet nämlich nur 49 Franken, in verschiedenen aktuellen Modefarben nur 59 Franken. Machen Sie es darum wie Kinostars und entscheiden auch Sie sich für Norwis Basic Jeans. Norwis Basic Jeans. Wenn man sich dafür entschieden hat, dann bleibt man dabei. Ganz ähnlich ist es vermutlich bei den Cornflakes. Auch dort entscheidet man sich immer wieder gern für Kellogg's. Ist es nicht gut zu wissen, dass Kellogg's Cornflakes aus urgesundem La Plata-Mais sind, der 140 Tage an der Sonne reift, und dass sie Eisen enthalten und schon eine Schale ein Viertel ihres täglichen Bedarfs an vielen wichtigen Vitaminen deckt? Aber wissen Sie denn eigentlich auch noch, wie gut Kellogg's Cornflakes schmecken? Nur bei Coop kommen Sie die italienischen Teigwaren-Spezialitäten von der Marke Lussardi über. Lasagne Bolognese, eine von drei Varietäten, wird nach bester italienischer Art hergestellt. Frischteigplatten, die nach dem Backen den richtigen Biss haben, ausgesuchtes Rindfleisch, Tomaten und der unverzichtbare Schuss Rosso machen die Lasagne Lussardi zum Erlebnis. Die Schutzfolien am Rand entlang aufschneiden und entfernen. Dann die Lasagne direkt in der Originalverpackung goldbraun backen. Die Lasagne Lussardi gibt es je nach Region übrigens noch in den Sorten Toscana und Formaggi. Das Ausprobieren lohnt sich, wie übrigens auch das Dessert aus der Studioküche. Der Höhepunkt von jedem Essen ist das Dessert. Das gilt umso mehr, wenn man Gäste hat. Probieren Sie es doch einmal mit einem Joghurt-Erdbeermus. 5 Blatt Gelatine habe ich im kalten Wasser eingeweicht und ein Ei schon geteilt. Jetzt einen Vanillestängel längsweg aufschneiden, das Mark rauskratzen und zusammen mit 2 Becher Naturjoghurt, einem halben Becher Creme Fraiche, Butterzucker, 2 Esslöffel Cognac, am Eigelb und wenig Zitronensaft verrühren. Die Gelatine ausdrücken, im Pfändchen schmelzen und wenn sie ein bisschen abgekühlt ist, langsam die Joghurtmasse darunter ziehen. Ein Becher Schlagrahm und das Eiweiß separat schlagen, beides unter die Joghurtmasse ziehen und im Kühlschrank während mehrerer Stunden fest werden. Dann 2/3 von den Erdbeeren mit dem Stabmixer pürieren, mit Zucker vermischen und ebenfalls kalt stellen. Den Rest von den Erdbeeren für Garnitur in Würfel schneiden und auf die Seite tun. Vor dem Servieren auf jeden Teller ein bisschen Erdbeerpüree geben. Vom Mousse mit 2 Dessertlöffel Klöße abstechen und 2 bis 3 davon pro Portion aufs Püree anrichten. Die Erdbeerwürfel beigeben und mit grob geraffelter Cremonschocke garnieren. Wenn Sie die Coop-Zeitung von dieser Woche aufschlagen und das Rezept noch mal durchlesen, wird Ihnen das verführerische Dessert bestimmt gut gelingen. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen. Kein Coop-Studio ohne Hinweis auf die schönsten Aktionen. Da sind sie. Die Bintje-Herdöpfel in der 2,5 Kilo Tragtasche gibt es für nur 3,25. Und 3 Portionen Gerber Galachäsli für nur 4,20. Das Coop Mineralwasser Kohlensäurehaltig oder Leger in der 1,5 Liter PET-Flasche kostet nur 70 Rappen. Außerdem offerieren wir Ihnen 2 Frotte-Fixlin-Tücher für nur 19 Franken.
Diese Woche offeriert Ihnen der Küchenchef vom Coop-Restaurant ein Boulet-Geschnetzle zu Casimir mit Trockenreis für nur 9 Franken. Wenn Sie diese Woche Ihre Zeitung durchgeblättert haben, ist Ihnen bestimmt der neue Prospekt von Radio TV Steiner aufgefallen. Die top aktuellen und außerordentlich preisgünstigen Angebote hat man ja wirklich fast nicht können übersehen. Wenn Sie sich zum Beispiel mit dem Gedanken an einen neuen Camcorder befassen, sollten Sie unbedingt den Vergleich mit Radio TV Steiner machen. Günstiger als der von JVC. Für 1398 Franken werden Sie nicht so schnell dazukommen. Und mit dem Hinweis wäre auch schon das 20. Coop-Studio von diesem Jahr über die Bühne gegangen. Ich hoffe, es hat auch für Sie etwas dabei gehabt. Danke, dass Sie zugeschaut haben und auf Wiedersehen.